Ich check überhaupt nichts. Das macht von vorne bis jetzt noch gar keinen Sinn. Hallo, nicht wundern. Ich habe vergessen, bei OBS mein Donation-Zeugs von Stream auszumachen. Deswegen wird oben immer mal so eine Donation angezeigt. Nicht wundern. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderbaren Sonntag. Es ist Sonntag, juhu. Das heißt, Daumen hoch. Heute gibt's wieder eine Runde. YouTube-Kacke, hilf mir. Freunde, ballert einfach den Daumen nach oben raus. Die Folge heute heißt YouTube-Kacke, hilf mir. Die Polizees. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare von einer Skala von 0 bis 10. Wie cool bin ich? Alle, die unter 5 schreiben, sind cool. Also, los, zeigt's mir. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Freunde. Immer dieses Drumherum-Gelaber am Anfang des Videos. Wir fangen einfach direkt an. So, die Polizees. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch wieder Angst, weil es ist eigentlich immer dumm gewesen bis jetzt. Ich bin einfach gespannt. Ey, Mann. Ey, Mann. Was machst du da? Ich mache seit 10 Minuten hier. Ja. Kackbratze bist du. Was? Hat er das in der originalen Folge zu dir gesagt? Kackbratze oder war das jetzt geschnitten? Bratze bist du. Oh. Kackbratze hier. Ja. Kackbratze bist du. Es wäre so witzig, wenn es wirklich... Egal, Stefan Bartels will erstmal reden hier. Nimm den Zettel. Oh, und auch nicht. Weg. Bist du bescheuert? Hilfe! Willst du mich verarschen? Seitdem du Gesetzhüterin geworden bist, denkst du, du bist voll krass. Nur ah, man darf sich Ronny gegenüber nicht so verhalten. Was ist das? Boah, sieh schon wieder, was lachen Sie denn so dreckig? Ronny ist der Held, der es füttert. Ich mache meine Arbeit vernünftig und nicht so wie Sie. Das soll ein Job sein, das ist nichts. Nora glaubt... Hä? Die hat ja überhaupt kein Durchsetzungsvermögen, die ist Polizistin. Und wird einfach von jedem dumm angemacht. Was ist denn da jetzt los? Es ist ja auch in der originalen Folge. Egal. Egal, ich bin verstört. Ihr Verhalten, etwas Besseres zu sein. Arbeitslos. Ignen. Was? Hey. Was so saß, verdammt. Strafzettel, falsch parken. In der Tat, ist so... Du wirst schon sehen, was auf einer. Der Typ, der hat noch nichts gesagt, nichts Sinnvolles, immer nur irgendwie so. Also bis jetzt versteht man natürlich wieder komplett die Folge. Ich kann es ja auch jetzt schon sagen, sie ist Polizistin, aber wird nicht ernst genommen. Aber diese YouTube-Kacke-Sache, die macht es noch verrückter. Weil dann. Nein. Trotz der Drohungen geht die Dreijährige gewissenhaft ihrem Job nach. Was soll ich damit? Wisst ihr, was ich mache? Guck mal hier. Guck mal hier. Ist das dumm? Die wird einfach von jedem wird die richtig böse behandelt. Die Arme. Die ist Polizistin. Die Scheiße kannst du selber bezahlen, Mann. Ich schien in der Einfahrt, so. Ja. Nach Feierabend, Rolf. Hallo, mein Engel, hast du einen schönen Tag? Tag. Hallo, mein Engel, hast du einen schönen Tag? Oh, ein Gurkenbrot. Ja? Wartet. Ich kacke hier einfach vor die Tür. So richtig! Was? Was? Ich bin komplett verstört bis jetzt. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gecheckt. Ich habe einfach gar nichts gecheckt. Ich kacke einfach vor die Tür. Ich kacke dir ins Gesicht. Du Alter, sag du. Aber ich hab dir doch früher auch gefallen. Aber. Was? Rolf überschreitet definitiv eine Grenze und Nora darf sich das keinesfalls gefallen lassen. Guck nicht so! So aus! Hör doch mal bitte auf! Das ach, Geheimnis krank. Glamourös. Hä? Der Curl Secret von Bixis. Pass auf! Selbst die Werbung umgeschnitten. Die hat auch die Hosen an, Alter. Der Arme. Der Arme. Ich geh jetzt duschen. Was macht er? Was macht er? Noras blaues Auge und jetzt der Tritt von Rolf in der Öffentlichkeit. Ich check überhaupt nichts. Das macht von vorne bis jetzt noch gar keinen Sinn. Er wird halt fucking schlecht von ihr behandelt, so in der originalen Folge. Und sie ist halt Polizistin und wird von den anderen Leuten schlecht behandelt anscheinend. Aber
Der Arme. 15 Minuten später. Hey, Rolf! Rolf, Murmi von Hadig, der Lintilgewisse nach für seine Frau und jetzt Panik von Horst. Er muss diesen Tilgewisse mit Edovi noch ein Herbjörn in Sachsen für. Larich, Barich, Nana, Ausnais. Was ist das? Was? Das ist bis jetzt die allerschlimmste. Ich check gar nichts. Ich check gar nichts. Ich lache eigentlich nur aus Traurigkeit, weil ich bin traurig, dass ich das so verstöre. Nora fühlt sich mit ihrem Verhalten absolut im Recht. Nora hat jeden Respekt vor ihm verloren und nutzt seine Schwächen gnadenlos aus. Memme, bleib hier! Memme, bleib hier! Machen! Meine Güte, du bist so ein... Boah! So ein... Was ist das? Jetzt renn ich wieder weg, wie so ein kleines... Eine Stunde später. Was ist los? Ich bin auch noch mit dir. Oh. Mann, ich will eine Schwanze auch. Ja. Ich hab absolut gar nichts gecheckt bis jetzt. Ich schwör's, das ist so verwirrend. Sie ist Polizistin. Aber was? Ich check's einfach nicht. Also ich hab das jetzt schon ein paar Mal gesagt, was ich denke so, aber was ist so seltsam geschnitten, Alter? Hilfe! Hilfe! Wir haben alle Spaß, bis auf die Kloschüssel. Wir haben alle Spaß, bis auf die Kloschüssel. Ich wette, eine Kloschüssel hat mehr Spaß im Leben als ich. Ich wette, eine Kloschüssel, guck mal, eine Kloschüssel, die sieht jeden Tag einen anderen Arsch, wenn sie Glück hat, wenn sie so eine öffentliche Kloschüssel ist. Wenn es eine Kloschüssel bei mir zu Hause ist, sieht die jeden Tag denselben ekligen, braun, ekligen, stinkenden, braun, ekligen, stinkenden, braun... Okay, ich wollte gerade so auf YouTube-Kacke machen, aber es ist echt mir nicht gelungen. Es ist sehr verstörend, Leute. Vier Wochen später. Trotz Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beschwerden von der Nachbarschaft macht Politesse Nora so weiter wie bisher. Das war's. Das war's einfach. Ich hab einfach gar nichts gecheckt. Ich hab einfach überhaupt nichts gecheckt. Der Kanal heißt der SS Obst im Haus. Ist übrigens sehr empfehlenswert. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gibt's auf jeden Fall sehr dumme Sachen. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen angeguckt. Aber die meisten waren echt dumm. Und ja, das haben wir uns jetzt gerade angeguckt. Das hat 80.000 Klicks. Ich hab's absolut nicht gecheckt. YouTube-Kacke-Ankündigung oder so ist ähnlich. So, oh Gott, wenn ich Marcel Davis sehe, will ich immer draufklicken. Was geht? Es gibt mal wieder was zu feiern. Manche von euch haben es vielleicht schon in den letzten Tagen mitbekommen. Auf dem Kanal Es ist Obst im Haus haben wir mittlerweile über 7.000 Abonnenten erreicht. Und das ist einfach... Es ist krass und mir bleibt nichts anderes übrig, außer tausendmal Danke zu sagen. Und deswegen ist es dieser Felix Bahr? Oder vertausche ich den gerade mit jemandem? Natürlich auch dieses Mal. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer das ist. Ich verwechsel den, glaube ich. Wieder einen Special. Und jetzt diskutieren wir weiter. Zur Feier der 7000 Soos werden wir am 7.3. ab 20 Uhr einen Livestream starten. Geile Ankündigung. Okay, das war nur eine Ankündigung. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Marcel Davis. Freunde, das war bis jetzt die seltsamste Folge ever. Die seltsamste. Wenn ihr trotzdem Bock habt auf mehr. Ich kann leider nicht auf die normalen mehr reagieren. Ihr wisst, die werden gesperrt. Ich hoffe, die werden irgendwie nicht mal gesperrt. Dann Daumen hoch. Wenn ihr Bock auf Hilfe habt, dann Daumen hoch. Kommt auf jeden Fall, im November kommt auf jeden Fall noch eine. Aber es kommt bald noch was Neues als Parodie. Und im Dezember, Freunde, da sind auch richtig geile Sachen mit Hilfe geplant. Ich habe jetzt schon, ich glaube, ich habe schon 4 Hilfe-Folgen geplant. Also gescriptet komplett. Das heißt, die Dinger stehen. Ist immer ein bisschen schwierig mit aufzunehmen, wegen Leuten, die Zeit haben und so. Ihr wisst Bescheid. Aber es steht alles, also freut euch. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Hier in Köln ist Karnevalsbeginn. Ja, ciao.